Willkommen zu einer neuen Folge Zelda Spirit Tracks. Wir sind gerade dabei, den Tunnel zwischen Hyrule Castle und dem Turm der Götter zu passieren. Und jetzt macht sich Zelda bemerkbar, die inzwischen ein Geist ist. Was mit ihr genau passiert ist, das wissen wir noch nicht. Sag mal, Domi, hast du nicht auch gerade etwas gehört? Boah, Ratten. Wie ekelhaft. Ah, was sind denn das für grässliche Monster? Ja, die haben schon in A Link to the Past genervt und so ist es auch diesmal wieder. Oh, danke. Ich wusste nicht, dass es so grässliche Monster gibt. Hoffentlich begegnen wir denen nicht noch einmal. Sei dir da mal nicht sicher, ja. Ich bin mir sehr sicher, das werden Standardgegner. Also gut, was ist passiert? Sie ist jetzt ein Geist, begleitet uns. Sie wurde irgendwie verzaubert von diesem komischen Typen. Und da ist eine Spinne! Oder ein Spinnennetz auf dem Boden. Der Turm der Götter wurde ebenfalls von diesem bösen Minister zerstört und in Einzelteile irgendwie zerschnitten. Keine Ahnung. Und er droht, in ein schwarzes Loch gezogen zu werden. Alles sehr, sehr suspekt. Das Einzige, was davon übrig geblieben ist, ist das unterste Stück. Und da gehen wir jetzt mal rein, um die Sache genauer zu analysieren. Hier haben wir einen Zug. Was ist das denn für ein Zug, hm? Das, meine Liebe, ist der Zug der Götter. Es ist unsere Aufgabe, ihn in Schuss zu halten. Wer spricht da? Wie? Du kannst mich also hören? Bist du etwa die Weise, die hier lebt? Ja. Sieht aus wie so eine etwas dickere, abgedriftete Version von einer alten Imper. Das ist sehr schmeichelhaft ausgedrückt. Sehr gerne. Ich wache lediglich über den Turm der Götter. Mein Name ist Sheen. Oh, so ein Glück. Es gibt etwas, über das wir dringend reden müssen. Ja, du siehst wirklich nicht besonders gesund aus. Nahezu gespenstisch. Gespenstisch? So eine Frechheit! Ach, reg dich nicht auf, mein Kind. Viel Zeit ist vergangen. Aber du hast ganz klar ihre Kämpfernatur geerbt. Viel Zeit? Ihre? Von wem sprichst du? Kanntest du etwa jemanden von meinen Vorfahren? Kämpferisch und klug, wie deine Vorfahrin. Ja, ich habe sie getroffen, als sie in dieses Land kam. Wir waren gute Freunde. Moment mal, meint sie Tetra? Irgendwie sieht sie aber selbst aus wie Tetra, finde ich. So, also auf den zweiten Blick. Aber das kann ja nicht sein, ne? Nee, es kann nicht sein. Das muss dann aber schon sehr lange her sein. Warst du damals schon hier in diesem Turm, Sheen? Das erzähle ich dir ein anderes Mal, Kind. Jetzt müssen wir uns ernsteren Dingen zuwenden. Kennst du die Geschichte dieses Turmes? Oder vielleicht ist es... Vielleicht ist es die Zelda aus Phantom Hourglass. Also, möglicherweise finden wir das noch raus. Sehr interessant, auf jeden Fall. Er wurde bei der Gründung dieses Königreichs gebaut. Damals, als die Götter den Dämonenkönig bekämpften. Die Götter besiegten ihn nur knapp. Sie banden ihn in diesem Turm. Es sind nicht Ketten oder Gitter, die ihn halten. Die vier Tempel um diesen Turm. Da, ja, durch ihre Kraft wird er hier gefangen gehalten. Diese Kraft... Ja, sie fließt durch die Schienen. Ohne sie verliert der Turm an Kraft. Das ist das Ziel der bösen Mächte. Sie wollen ihren König Marardo befreien. Im Moment erhalte ich den Turm aus eigener Kraft. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Doch es fehlt noch etwas, um Marardo zu befreien. Ein Körper, in dem die Kraft des alten Hyrule ruht. Den deinen, Zelda, mein Kind. Marardo braucht dich, um zurückkehren zu können. Aber nur deinen Körper. Nur dein Körper ist als Gefäß für Marardo geeignet. Ist schlecht, ne? Nein! Mein Körper! Er will meinen Körper übernehmen! Das ist abscheulich!
Chill. Wir kriegen das schon hin. Das lasse ich nicht zu! Wir werden verhindern, dass Marado befreit wird. Aber es ist doch schon passiert. Oder? Ich meine, sie ist ja nicht ohne Grund ein Geist jetzt. Nun, da gibt es nur einen Weg. Ihr müsst die Schienen zu den Tempeln erneuern. Und zwar bevor Marado deinen Körper übernimmt. Okay, doch nicht. Wir müssen die Bannkraft des Turms wiederherstellen, um Marados finstere Pläne zu durchkreuzen. Wie machen wir das, hä? Wie können wir die Schienen zurückbringen? Hier im Turm werden 4 Tafeln aufbewahrt. Man nennt sie die heiligen Gleistafeln. Über sie kontrolliert der Turm die Schienen im Land. Findet sie, um die Schienen wiederherzustellen. Steigt nun hinauf und sucht die erste Tafel. Alles klar. Ich bitte dich, Tommy. Finde die Gleistafeln in diesem Turm. Das Königreich ist in Gefahr. Verstehst du das? Ja, ja, ja. Ich warte hier auf dich. Das war schon immer die Aufgabe der Prinzessin. Es ist so eine Art Familientradition. Fass dir ein Herz und hol die Tafeln. Okay. Es tut mir leid um deine feurige Ansprache, aber dieser Turm ist alleine nicht zu bewältigen. Nicht nur, dass es viele Fallen gibt, es lauern auch viele Monster dort. Ach so? Dann bitte ich dich, Sheen. Geleite Tommy durch den Turm. Hast du nicht zugehört? Meine Kraft ist es, die den Turm noch zusammenhält. Ich kann diesen Ort hier nicht verlassen. Was sollen wir jetzt nur tun? Ja, vielleicht bewegst du mal deinen Arsch und hilfst mir? Pharaoh ist verletzt, Kommandant Richard, Albert, aber wir haben keine Zeit. Eben. Wie wäre es denn, wenn du mal deinen Hintern bewegen würdest? Wie sie schaut. Ich? Oh, ich weiß nicht, ob ich in diesem Zustand... Aber du bist für dieses Land verantwortlich, oder? Vergiss das nicht, Liebes. Ich bin sicher, du findest einen Weg zu helfen. Ja, du hast recht. Ich gehe mit dir, Tommy. Geht doch. Aber das ist cool. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann übernimmt Zelda die Rolle von Navi, oder wie? Und von Ciella und wie sie alle heißen. Geil. Okay, also 4 Tafeln hat sie gesagt. Alles klar. Gehen wir mal hier lang. Somit gibt es auch 4 große Dungeons, oder? Und dann ein Finale. Oder es passiert noch irgendwas Spezielles und dann kommen noch welche dazu. Don't know. Meistens sind es immer 3 Dungeons und danach passiert irgendwas Schlimmes und dann ändert sich die Story. Aber vielleicht ist das ja hier nicht so. Wer weiß. Wirklich beeindruckend, dieser Turm. Sieh mal, Tommy, dort ist ein Eingang. Los, gehen wir. Okay. Ja, der obere Bildschirm zeigt jetzt eine Erweiterung von dem unteren Bildschirm, deswegen schaut das vielleicht ein bisschen komisch aus jetzt in meiner Darstellung, aber es ist nichts Wichtiges auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hier durch und... Das sieht ja fast schon so aus wie der Tempel des Meereskönigs. Sieh mal, Tommy. Diese riesige Tür. Einer allein kann die bestimmt nicht öffnen. Nein. Nicht schon wieder. Ah, was ist das denn für ein Ungeheuer? Ich wusste ja nicht, dass es so starke Ungeheuer gibt, Tommy. Am besten... verschwinden wir. Das darf doch nicht wahr sein. Dieser ganze Shit mit den Phantomen, den gibt's schon wieder. Ey, ich wusste zwar, dass es einen Tempel gibt, wo man auch wieder immer wieder rein muss, aber... Ja, ich habe nur gelesen, dass es verbessert wurde, im Gegensatz zu Phantom Hourglass. Aber zum Teufel, warum sind denn diese ganzen Phantome wieder dabei? Ich meine, das ist der Turm der Götter und nicht der Tempel des Meereskönigs. Was ist mit dem Turm der Götter da passiert? Der sah in Windwalker ganz anders aus, viel geiler und jetzt ist es Bullshit. Oh, hoffentlich haben sie es irgendwie entschärft, weil das war wirklich das Schlimmste in Phantom Hourglass. Was ist los? Du bist so bleich. Ja, ich kann's nicht fassen. Sheen, da war ein ziemlich gefährlich aussehendes Monster. Es hatte ein riesiges Schwert. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Ah, das war sicher ein Phantom. Sie sind die Wächter dieses Turms. Eigentlich sollten sie beim Tempel des Meereskönigs verbannt worden sein, aber naja, niemand, der guten Herzens ist, wird angegriffen. Das hier hat sich sofort auf uns gestürzt. Halten die Dumme etwa für einen bösen Menschen?
Ja, ich bin böse. Geld, Abo und View und Like und Favo und was weiß ich alles geil. Oh ja, da vergehe ich über Leichen. Ja. Ich denke nicht. Der Turm wird nicht mehr durch die Schienen geschützt. Vielleicht konnten sich deswegen böse Geister der Phantome bemächtigen. Aber diese Phantome scheinen selbst verdammt zu stark. Wenn man ein Phantom am Rücken mit dem Schwert trifft, bleibt es kurz stehen. Aber vorher müsst ihr die drei Lichttropfen finden. Sie stärken dein Schwert so weit, dass du die Phantome angreifen kannst. Finde die drei Tropfen, dann greift die Phantome von hinten an. Wir brauchen also drei Tropfen und können sie dann von hinten angreifen? Ich denke, wenn es jemand schaffen kann, dann du, Dommy. Versuchen wir es noch einmal, Dommy. Ah, okay, das... Oder? Nee, ich dachte jetzt gerade... Das müssen wir aus den drei ersten Dungeons holen. Und dann kommen wir hier weiter. Aber wenn sie sagt, versuchen wir es nochmal, dann... Müsste das ja auch schon jetzt gehen, oder? Moment, das habe ich jetzt nicht ganz geblickt. Ich gehe einfach nochmal rein. Ja, anscheinend. Da ist es wieder, das Phantom. Sammeln wir die Lichttropfen, ohne uns von ihm sehen zu lassen. Wir schaffen das schon, Dommy. Ach so, die sind hier. Okay. Also sie haben das System schon mal geändert, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh. Dommy, dieser Ort, ich fühle etwas. Hörst du mich, Zelda? Ich bin es, Sheen. Sheen? Der Ort, an dem ihr gerade seid, ist eine Schutzzone. Diese Schutzzone werden von den Göttern bewacht. Wenn ihr dort seid, können euch die Phantome nichts anhaben. Ihr könnt dorthin flüchten, wenn euch die Phantome verfolgen. Und jetzt beeilt euch und findet die Gleistafel. Viel Glück. Danke, Sheen. Auf geht's. Ja, also das ist genauso wie in Phantom Hourglass. Da ist man safe. Und was mir ebenfalls auffällt, ist, es gibt kein Zeitlimit. Juhu! Okay, zugegeben, das hatte auch seine positive Seite, dieses Zeitlimit. Das war mal was völlig Neues, aber... Oh, der Tempel war einfach so scheiße. Und dass man immer wieder von Anfang an machen musste, hat so derbe gesackt. Ich hoffe echt inständig, dass die Entwickler hier schlau genug waren und das jetzt so gemacht haben, dass man nicht immer wieder von vorne alles neu machen muss, wenn man dann nach irgendeinem Dungeon wieder hierher gehen muss. Weil das war wirklich katastrophal nervig und unnötig. So, das ist jetzt der dritte Lichttropfen. Ich muss mich nur kurz beeilen, weil das Phantom sieht mich. Ihr könnt ja links auf die Karte gucken, da seht ihr den Schein. Und so weit kann dieses Phantom gucken und wenn es mich sieht, dann wird es mich sehr schnell verfolgen. Ich sollte dann so schnell wie möglich eine Schutzzone aufsuchen. Die heilige Kraft der Tropfen stärkt nun dein Schwert. Jetzt kannst du Phantomen von hinten angreifen. Das klingt doch sehr, sehr gut, oder? Locken wir es mal hierher. Hallo, hier bin ich. Lalalala. Ein bisschen hat sich auch die Musik geändert. Also es ist nicht dieselbe. Aber die Musik war nicht dran schuld, dass es so gesagt hat. Das lag an anderem. Yeah, wir haben es gekillt. Sehr gut. Man hat jetzt also tatsächlich... Doch nicht. Pass auf, Dommy! Nein! Dommy! Das wird haarscharf. Ach, aber es ist gut ausgegangen. Zelda hat uns irgendwie geholfen. Ich weiß nicht wie. Vielleicht hat sie jetzt irgendwelche besonderen Kräfte. So Magic, Zeitstopp-Ding. Ach, ist der jetzt lieb geworden oder wie? Nein, sag nicht, sie ist der. Ernsthaft? What the fuck? Warum das? Das Ding hat jetzt sogar hinten so einen Greifenvogel von Skyward Sword, also das Zelda-Zeichen abgebildet. Der ist jetzt wirklich lieb. Zelda ist in dem Phantom. Sie ist das Phantom. Was zum Teufel? Ich bin Zelda. Ich schwöre es dir. Als sich das Ungeheuer angegriffen hat, ich bin irgendwie in es hineingeschlüpft. Heute ist nicht mein Tag. Erst verliere ich meinen Körper und jetzt sehe ich wie ein Haufen Alteisen aus. Und hier drin ist es ziemlich heiß. Ja, dann zieh ich doch aus. Oh, warte mal. So kann ich dir vielleicht helfen. Das passt zwar nicht zu einer Prinzessin, aber vergessen wir diese albernen Konventionen. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Beeilen wir uns, Tommy. Holen wir uns meinen die Gleistafeln. Jetzt nur auf ihren Körper abgesehen. Aber gut, zu verübeln ist das ja nicht gerade. Zusammen müssten wir die Tür öffnen können, Dommy.
Okay, also jetzt kann ich tatsächlich dieses Phantom hier steuern. Das ist ja mal geil. Das ist echt mal was ganz Neues. Und sieht auch nicht so katastrophal nervig aus wie Phantom Hourglass. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie aus dieser neuen Idee machen. Also was da sich für Rätsel ergeben. Und wie wir mit dem Phantom interagieren können. Das wird echt spannend sein. Ich mache jetzt hier mal die Krügel kaputt, weil es kann ja immer mal wieder ein Item zu finden sein. Ja, und jetzt? Kann das Ding da drüber? Ich nehme es mal an, weil Link kann es definitiv nicht. Hä? Hey, ich habe sie doch gesteuert! Oder etwa nicht? So. Oh, im Zeichnen bin ich echt katastrophal. Diese Stacheln da sind gefährlich für dich, Domi. Lass mich vorausgehen und einen Weg finden, sie zu entschärfen. Deswegen habe ich die Linie gezeichnet. Cool. Also gut, wir merken uns, Phantom kann über Stacheln gehen. Epic. Das Ganze wird wahrscheinlich ein Tutorial jetzt sein, also wir werden lernen, was man mit dem Phantom jetzt anstellen kann. Hier oben ist ein Loch. Es kann zwar über Stacheln gehen, aber ich glaube nicht, dass sie fliegen kann. Ich denke, wir sollten auch alle Gegner besiegen. Vielleicht ruft es in ihr dann irgendeine Störung hervor. Nee, sah nicht so aus. Aber wir machen es trotzdem. So, jetzt muss ich mich auf diesen Schalter stellen und Zelda auf den anderen. Das ist ja eigentlich ganz klar. Sag mal, wann habe ich eigentlich Kontrolle über sie? So, und dann zack. Ja, okay. Okay. So, und immer mal wieder rufen, damit sie auch direkt wieder mitkommt. Wir sollten sie nicht vergessen. Hier habe ich irgendwo eine Ratte gesehen. Ich glaube, vor der hat sie immer noch Angst, oder? Ja, hat sie. Das hat sich nicht geändert. Deswegen wurde uns das auch kurz vorher in dem Tunnel gezeigt. Direkt töten, dann passiert auch nichts. Oh, nein. Ach so, okay. Das kann man zumachen. Dann kommen nämlich keine neuen raus. Tschüssi. Bleibt in eurem Stall. Oder in eurem Mauseloch. Ist ja kein Stall. Da vorne ist aber ein anderes Phantom. Jetzt wird's spannend. Es sieht nämlich so aus, als könnten wir auch mit Phantom-Zelda kämpfen. Also los. Moment. Greif ihn an. Da hat Domi noch ein Phantom. Hm, in dieser Gestalt hält es mich vielleicht für einen Verbündeten. Ich könnte versuchen, es abzulenken. Lass es uns ausprobieren. So, ja, daran habe ich gar nicht gedacht, da hast du recht. Ja, dann warte mal, abbrechen. Dann sprech's mal von hinten. Ah, so, was ist das? Wenn ich es von hinten anspreche, dann schaut es ja nicht in die Richtung und Link kann durch. Achso, das ist bestimmt dafür da, um die Stacheln. Ja, genau. Gut. Und jetzt ansprechen, dann kommen wir da nämlich vorbei. Alright! Ich bin müde vom ewigen Patrouillieren. Jetzt halten die da Smalltalk. Epic. Schauen wir uns noch um, ob hier irgendwas ist. Oh ja, eine große Truhe. Aber wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Ich sollte sie mir auf jeden Fall mal markieren, weil das hier ist ja wirklich der Tempel, wo wir öfter zurückkehren werden. T für Truhe, würde ich mal sagen. Und was machen wir als große Truhe? Mach mal GT. So. GT. Und auf der linken, oder vielleicht ist da ja sogar ein Schalter, habe ich ja gar nicht geschaut. Ich bin ja so blöd, ne? Nein, aber ein Riss für eine Bombe, auch das wird aufgeschrieben. Dann machen wir am besten einen Kreis und dann noch so eine Zündschnur, dann ist das wirklich sehr eindeutig. Ich weiß, ich zeichne einfach wunderbar, mein GT sieht auch optimal aus. Ja, und jetzt kann ich den noch einfach killen, oder? Zack, bumm! Yep. Oder? Ja, down! Und sie wechselt den Körper, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen der neuen Unterhose. Alles klar. Und das andere Phantom ist weg. Habe ich nichts gegen. Warum nicht? Zweiter Stock. Das Phantom leuchtet und jetzt... Ach, jetzt kommt sie wieder raus. Okay. Das ging ja schnell. Und die Kraft des Schwerts hat auch nachgelassen. Ich bin wieder in meiner normalen Gestalt. Muss an diesem Raum liegen. Dein Schwert, es leuchtet nicht mehr. Warum zum Teufel? Ist hier ein Boss? Oh. Was ist das? Die erste Karte? Das ging aber wirklich schnell. Tatsächlich, die Waldtafel. Alles klar.
Es erscheinen also neue Schienen, die zuvor geklaut wurden. Und ja, jetzt können wir den ersten Dungeon suchen, wenn ich das richtig verstehe. Ein Teil der verschwundenen Schienen ist wieder da. Good job. Wie wirkt sich das auf den Turm aus? Ich denke noch gar nicht. Weil noch haben wir ja nichts geschafft. Die Schienen sind da, aber wir müssen halt jetzt das Ziel erreichen, wo sie hinführen. Und dann in diesem Dungeon irgendwas machen, damit sich der Turm wieder zusammenfügt. Vielleicht Kraft für Schienen sammeln, ich weiß nicht. Geschafft, Tommy! Das muss die Gleistafel sein! Ja, das ging ja wirklich schnell, also da habe ich nichts gegen, du. Was ist das denn, dieses blaue Licht, hä? Tommy, Zelda, ich bin es Sheen. Ihr habt also die Gleistafel gefunden, ja? Hier könnt ihr erstmal nicht weiter, also kommt zurück zu mir. Tretet einfach in das blaue Licht. Gut verstanden, Sheen. Los, Tommy, gehen wir. Also wenn der Tempel jedes Mal so chillig ist, dann werde ich den ja abfeuern, aber das glaube ich nicht. Die werden hier noch richtig abgehen. Aber es macht auf jeden Fall einen besseren Eindruck wie der Shit aus Phantom Hourglass. Ich glaube, da sind wir uns größtenteils alle einig. So. Wobei das natürlich auch nicht zu 100% schlecht ist. Ihr wisst ja, wie ich es finde. Ich habe es ja im Urteil, im letzten Part, zu dem LP gesagt. Die Gleistafel. Prächtig. Ihr seid unaufhaltsam. Ich bin sicher, dass ihr es schaffen werdet, alle Schienen wiederherzustellen. Aber auf jeder Gleistafel ist nur ein Teil der Schienen eingezeichnet. Wo ist der Tempel? Es gibt 4 Tempel. Der am nächsten liegende müsste hier sein. Aber im Moment könnt ihr den Tempel nicht erreichen. Die Gleistafel kann die Schienen nur begrenzt wiederherstellen. Durch den Einfluss des Bösen hat sie einen Großteil ihrer Energie verloren. Wir können also jetzt nicht zum Tempel? Aber es gibt einen Weg, die Gleistafel wieder mit Kraft zu versorgen. Dafür benötigt ihr die Hilfe von jemandem wie mir. Was? Jemanden wie dir? Was heißt das? Wir Locomo dienen den Göttern. Unsere Aufgabe ist es, den Turm und die Tempel zu beschützen. Mit unseren heiligen Instrumenten können wir den Gleistafeln Kraft geben. Instrumente? Ja, und eure Flöte des Landes ist eines von ihnen. Meine Flöte? Die habe ich von meiner Mutter. Die Flöte wird schon seit Generationen in meiner Familie weitergegeben. Und deine Familie hat sie wiederum von mir. Also sie meins, gibt's hier. Nee, Schatz. Ich habe sie einem deiner Vorfahren geschenkt. Aber nur unter der Bedingung, dass sie den Frieden des Landes wahrt. Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal in solcher Gefahr schweben würden. Ich bin froh, dass ihr sie habt. Ich wusste gar nicht, dass diese Flöte so wichtig ist. Meine Mutter hat mir darauf oft vorgespielt, als ich klein war. Ihr Klang hat mich immer aufgeheitert, wenn es mir schlecht ging. Aber ich gebe sie dir gern zurück. Nee, chill. Behalt sie. Ihr braucht sie, um mit den Locomo die Kraft der Gleistafeln zu erneuern. So könnt ihr die Schienen wiederherstellen. Fahrt zuerst zum Wald. Dort lebt ein Locomo namens Ventilo. Die Namen sind echt so nice. Der Schrein, in dem Ventilo lebt, liegt südwestlich von hier. Er weiß, wohin ihr gehen solltet. Alles klar. Fahren wir, Dommy. Aber wir haben keinen Zug. Wie kommen wir jetzt zum Wald? Nehmt diesen hier. Den wir da gefunden haben. Okay. Wie sie ihn halt einfach mal wieder hinkriegt, so blitzblank. Wie neu. Entstaubt. Entkalkt. Repariert. Dieser Zug ist ein Artefakt der Götter. Normalerweise fährt man damit nicht einfach durch die Gegend. Aber ich denke, unter diesen Umständen erlauben es die Götter. Herzlichen Dank, Sheen! Yay! Alles klar, du. Na, das macht doch Spaß. Sieht doch nach gar keinem so schlechten Zelda aus bis jetzt. Noch haben sie nichts verhauen. Mal schauen, wie das weitergeht, oder? Auf zum Wald!